Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Grow, wo wir wieder in unserer normalen kleinen Welt angekommen sind. Da oben ist die Minka, die wartet auf uns. Hier haben wir uns ja auch noch gar nicht so richtig umgeschaut. Also bloß, dass wir da hochgegangen sind. Okay. Okay, ich habe gedacht, das reagiert irgendwie da drauf, aber anscheinend nicht. Hier haben wir unseren eigenen kleinen persönlichen Mini-Wasserfall. Grotte des Alchemisten. Hier ist auch nichts. Ich habe gedacht, weil da die Dings das hochfliegen. Was ist denn da? Komme ich hier gar nicht? Doch, komme ich. Nee, hey, wartet mal. Ich hab doch... Warte. Hier ist das Haus. Da ist doch ein Zaun. Oh. Mhm. Müssen wir dann gleich mal unten gucken, was dort noch liegen geblieben ist. Jetzt erst recht. Kann ich die Kiste nicht öffnen? Okay. Und das soll auch weg. Gib mir das. Hier noch ein Stück höher ist nichts, ne? Zumindest jetzt noch nicht so. Upsala, ich bin ein Stein. Nicht so richtig erreichbar. Okay, wartet mal. Dann holen wir uns die Dinger hier unten jetzt auch wieder. Flubbidi-bum. Damit müssten wir alle haben. Gut. Hier ist unser Brunnen. Da ist anscheinend auch irgendwas. Da bin ich gerade dran vorbeigelaufen. Aber hier geht es noch nicht weiter, wie es aussieht. Das wird bestimmt mit der Zeit immer weiter aufgehen oder so. Ich weiß es nicht genau. Gut, was sind denn unsere... schließt ihr alle täglichen Arbeiten in der Baumwelt ab? Heißt das, wir können auch mal... Ist nur eine Wurzel, die hier durchkommt? Ja, ist es. Wir können mit der Minka mal auf diesen Aster wieder zurückfliegen. Kann das sein? Muss ich dafür eigentlich immer hier hochgehen? Weil hier steht ja... Also stand ja überall MV-Weltenbaum da. Alchemiehaus. Nach oben. So. Ah, das nach oben. Okay, dann gehen wir mal dahin. Mehr Anlaufpunkte haben wir jetzt ja noch nicht. Weiß nicht, was ergiebig bedeutet. Dass wir dort immer wieder Ressourcen rauskriegen oder was? Hier ist ja neues Zeug gewachsen, von dem ich nicht ganz genau weiß, ob das gut ist. Aber gucken wir uns mal um. Wir müssen ja hier ein paar Sachen schick machen. Der Samen steckt da halt drin. Schauen wir uns mal um. Das will gegossen werden. Oh, stellt euch mal vor, wir müssen dann hier auch Käfer und sowas mitbringen, damit das Ganze befruchtet wird oder so. Das wäre natürlich krass. Ziehen. Mit E, genau. Muss man aber auch sagen, sieht sehr gefährlich aus, weil es so ein Maul hat, ne? So, dann hier noch ein bisschen. Oh, ich kann es besingen. Das war F, ne? Ja. Konnte ich das auch besingen? Nee, das noch nicht. Was ist das? Diese Mahnen hinterlassen eine eklige Schleimspur. Schnell, solange niemand hinsieht. Nur dieses eine Mal haue ich mit dem Hammer. Okay. Okay. Also ist das doch eigentlich ein ganz normaler Käfer und damit in Ordnung, oder nicht? Kann ich die Käfer nicht einfach befreien und also von den vom Madendasein befreien und sie dann hier rumrennen lassen? Warte mal, ich guck mal, ob ich hier drüben mehrere zeitgleich. Nee. Ja. Da. Mehrere zeitgleich besingen kann. Sätze zu Ende sprechen, nicht vergessen. So.
Schön, schön, schön. So, hier wird gesichelt. Futter. Okay, kann ich vielleicht später sowas wie Landwirtschaft betreiben und damit Tiere füttern oder so? Oh, was hier? Was muss ich denn da antatschen? Gießen erstmal schnell. Und bevor wir singen, betatschen wir das hier. Ich kann singen, Welten beim Arbeit suchen. Ich kann. Also ich habe die Hand oben ausgewählt, aber irgendwie. Ich weiß nicht, was ich machen kann. Vielleicht kommt die Aktion noch oder so. Hier. Machen wir auf jeden Fall. Geh mal her. Raus damit. Und hier. Hammer. Ich kann ja hier mit der Hand auch nichts machen. Sondern ich muss das mit dem Hammer zerstören. Ich verstehe es nicht ganz. Okay, der Stein ist das hier, meinst du damit? So, gibt es denn noch mehr zu hämmern? Hier. Vielleicht sollten wir mal was stehen lassen. Also was. So, gehen wir weiter als Raupe, genau. Was stehen lassen von den Sachen, die wir looten. Um zu gucken, ob die verschwinden, wisst ihr? Lass das mal dort hinten gerade liegen. Oh, hier. Dann kommen wir einfach, wenn wir mit dem ganzen Kram hier fertig sind, wieder. Und schauen, ob dort hinten noch die ganzen Sachen liegen. Und warum qualmt das hier aus dem Boden? Weil hier noch das Zeug zum Sicheln ist. Gut. Ist das nämlich auch schicki. Hier können wir was pflanzen. War hier nicht noch was? Nee, anscheinend nicht. Aber das hier können wir rausreißen. Und was pflanzen. Wisst ihr, was mir jetzt auch gerade einfällt, was ich nicht gemacht habe in der Pause? Ich war nicht pipi, weil es kommt mir gerade sehr dringend. Wisst ihr, was wir da machen, liebe Leute? Ich mache jetzt einfach kurz eine Mini-Pause, weil es dringend ist. Und dann komme ich wieder. Und dann machen wir weiter. Ihr merkt es nicht mal. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Habt ihr gar nicht gemerkt, dass ich weg war, oder? Hier können wir hier noch was besamen in der Nähe. Gerade nicht, ne? Wäre ich mal dafür, dass wir... Huch. Und das hier mal gießen. Und das hier. Gut. Hier. Kommt doch gar nicht mehr das Handsymbol. Oder war das nur hier? Doch, hier kommt's. Warte mal, kann ich nur Ziele gießen, Weltenbaum aufheben? Ah! Und was mache ich jetzt damit? Kann ich einfach irgendwo anders, wenn ich die woanders hinsetze, platzieren? Ist sie jetzt da eingepflanzt? Okay, ich habe gedacht, ich kann so die Dings vergrößern, die... die Stelle, die hier gewachsen ist. Wisst ihr, was ich meine? Aber anscheinend nicht. So, das wollte ich in Ruhe lassen. Oh, ist dies... Nee, ist despawned nicht. Doch, ist despawned, Leute. Da hinten sehen wir es ganz genau. Es despawned. Also lasst uns die Sachen immer schön sofort einsammeln. Sonst ist schade drum ums gute Zeug, ne? So, dann hier noch. Plubbidi-bum. Oder es wäre halt cool, wenn wir so einen Automatismus hätten, dass das alles eingesaugt wird, wisst ihr?
Vielleicht gibt's den aber auch später noch. Wir haben es fast geschafft. Okay, habe ich mich mir noch umgucken? Das braucht nichts. Hier sind doch noch Sachen, die Pflege brauchen. Noch ganz schön viele Sachen doch auch. So, wo ist denn... Ich da... Das muss nicht. Dem geht's auch gut. Hier muss ich gießen. Oh, hier kann ich auch singen. Lala. Was macht denn immer diese komischen Geräusche? Ist das Minka? Nee, ne? Weiß es nicht. Hier kann ich auf jeden Fall nichts weitermachen. Den kann ich dingsen. Gut. Hier kann ich was pflanzen. Ich muss sagen, es wäre mir irgendwie lieber, wenn ich es auf einer Leiste hätte und die Zahlen halt 1 bis was weiß ich drücken könnte. Das wäre mir so die angenehmere Art, wie ich die Sachen verwende. Aber vielleicht, der hat schon. Aber vielleicht, man gewöhnt sich bestimmt auch noch dran. Ich will mich jetzt auch nicht darüber beschweren. Was leuchtet da hinten schon wieder? Oh, okay. Wahrscheinlich könnte ich hier den ganzen Tag rumrennen und Sachen machen. Und... Es würde immer wieder was zu tun kommen. Obwohl, manche Sachen brauchen auch ein bisschen länger. So. Gut. Schön. War hier noch was? Nee, gut, dann gucken wir nochmal hier. Hier ist nur... Du brauchst auch noch ein bisschen Zeit. Gib mir noch Zeit. Hat das jemand noch, das Lied? War es nicht vom Blümchen? Ich glaube schon, ne? Tada! Das war alles für heute, Lehrling. Bravo! Nee, ich muss hier noch was pflanzen. Und ich muss es gießen. So. Jetzt ist schicki. Hier muss ich so 2 Sicherungen reinmachen. Wahrscheinlich, damit ich dann hier porten kann oder so ein Kram. Mal gucken. Ja, ich würde die Käfer einfach hier lassen. Ich meine, wenn sie echt stören, kann ich sie ja später immer noch wegmachen. Aber... Gerade tun sie es ja nicht. Ganz im Gegenteil, ist ja süß. Gut. Dann, Minka. Lass uns mal gucken. Und ab in die Heimat, würde ich sagen. Hafen ergiebig. So, nach oben geht's nicht weiter, aber ein Stück nach unten können wir. Und wieder... Hä? Muss ich hier runterdrücken? Ja, anscheinend. Ab in die gute Stube wieder. Unser Regenschirm. Jetzt sich nichts verändert, ne? Würde ich behaupten. Oh, wir haben uns auch noch gar nicht umgeguckt, so wirklich. Vielleicht ist hier irgendwo auch so ein Baby. Aber das würden wir, da würden wir irgendwie drauf aufmerksam werden, oder? Also sie hat ja gesagt, die Babys sind überall. Das war sie. Und das Baby wird ja auch nicht beim Hafen sein, oder? Also gesehen. Ich habe jetzt hier in den Hintergrund geguckt. Oh, schaut mal, hier wachsen Sachen. Kann ich das gießen? Ich kann es hochnehmen. Okay. Okay, alles schicki. Dann holen wir uns mal unsere Questbelohnung ab, würde ich sagen. Hier ist nichts, hier ist aber was. Schließe alle täglichen Arbeiten in der Baumwelt ab. Deine Baumwelten können immer etwas Liebe vertragen. Warum kletterst du nicht wieder auf den Immerbaum und kümmerst dich etwas um die Welt? Majora, 180 haben wir bekommen im Weltmarke. Weiß ich noch nicht ganz, was das bedeutet an manchen Stellen. Ernten, Immerlinge. Ja, das ist ja noch offen. Gut. Eingefordert haben wir auch.
mal hier einen Regenbogen. Schön. Da können wir reingehen, wa? Wartet mal, ich setze mich ordentlich hin. So, bin schon wieder da. Willkommen zurück, Yolani. Ein weiterer aufregender Tag scheint mir. Ich kann es nicht glauben, dass du die immer länger getroffen hast. Es ist schon so lange her, dass sie mit uns geredet haben. Eine Schande, dass wir so mit unserem eigenen Leben beschäftigt waren. Aber sieh nur, während du unterwegs warst, sind ein paar von ihnen vorbeigekommen und haben unser Haus ruckzuck wieder in Ordnung gebracht. Eigentlich hat es Spaß gemacht, ihnen dabei zuzusehen, wie eine Ameisenkolonie im Schnelldurchlauf. Weißt du, für ein distanziertes Volk mysteriöser Uralter sind sie ziemlich willig, sich einzumischen. Wenn wir nur gewusst hätten, dass sie vorbeikommen würden, ich hätte einen Tee aufsetzen können. Stimmt, ist wieder ganz. Haben sie noch was gemacht? Ist hier nicht ein Tee aufgesetzt? Sieht alles süß und normal aus. Okay, dann können wir ja Nacht machen, oder? Oder kann ich hier an den Kollegen irgendwas Spezielles machen? Interagieren? Hat sich der Tag nicht wirklich wundervoll entwickelt? Ja, okay, er macht nichts weiter. Und sie auch nicht, wa? Und womit habe ich die besondere Ehre verdient? Ziele? Ach so, das Normale. Ich dachte, sie sagt noch was Zusätzliches dazu. Gut. Dann haben wir das. Dann können wir uns schlafen legen, Leute. Gute Nacht. Alambic, glaubst du, dass Yolani einsam ist? Es muss hart für sie unser Liebchen sein, als letzter ihrer Art hier. Yolani wollte hier bleiben, Diaria. Aber sie vermisst die anderen sicher sehr. Glaubst du, die Leute werden eines Tages hierher zurückkehren? Wenn wir eines wissen, dann, dass Yolani außergewöhnliche Taten vollbringen kann. Selbst die Immerlinge sind zurückgekommen. Nach allem, was wir gesehen haben, glaube ich langsam, dass beinahe alles möglich ist. Lehrling, hör mir zu, Diaria und ich haben gerade von all den atemberaubenden Dingen gesprochen, die du im Laufe unseres kleinen Abenteuers erlebt hast. Und wir dachten uns, wäre es nicht schön, wenn wir diese Momente auf Foto festhalten könnten? Naja, tatsächlich habe ich gesagt, uns wird nie jemand glauben, dass die Immerlinge zurück sind. Wir sollten Beweisfotos schießen und sie den Zweiflern schon unter die Nase reimen zu können. Zumindest ging es dir darum, Fotos von uns zu machen, trotz deiner unlauteren Absichten. Wie dem auch sei, du hast schon eine Kamera in deinem Werkzeugkiste. Warum probierst du sie nicht aus? Experimentiere mit unterschiedlichen Linsen und Winkeln und mach ein paar lustige Schnappschüsse. Du kannst auch melancholische Schnappschüsse machen, wenn dich die Muse packt. Genau, na los, ab mit dir, mach ein paar Fotos. Drücke P, um die Kamera hervorzuholen und ein Foto zu schießen. Schieß. Okay. Ah, okay, jetzt bin ich schon drin. Ich habe schon gelöst, das mit dem Fotomodus. Ich wollte aber eigentlich... Kann nicht irgendwie in den Selfie-Modus reingehen oder sowas, ne? Nee, anscheinend nicht. Das ist natürlich, das Erste, was du machen willst, ist ein Selfie. Hier B. Halte alle wertvollen Erinnerungen fest, denn manchmal verändern sich die Dinge auf eine Art, wie du sie dir nicht vorstellen kannst. Okay. Wir haben einen neuen Look für unsere Haare. Wir können ja gleich mal gucken, was wir sowieso an Klamotzkis und so freigeschaltet haben. Ah, das sind ihre Haare, okay. Haben wir... Schlafen wie ein Murmeltier, die Welt, Fellfreunde fürs Leben. Kümmere dich um Tierchen. Ladies sind die Baumpflanzen. Lasse 40 Bäume heranwachsen, Höhlenforscher. Wir können in die Höhlen schon reingehen. Ich habe irgendwie gedacht, das geht noch nicht. Fange viele Käfer. Okay. Sollten wir vielleicht ein bisschen mehr machen. Stopp Erntezeit. Okay. Gut zu wissen. Ja, dann raus mit uns, hä? Diese Harmoniesteine wurden vor langer Zeit platziert, als dein Volk diese Stadt gegründet hat. Die Steine erlaubten den alten Alchemisten, das Gleichgewicht zwischen den Bewohnern und dem Land zu ermessen. In Harmonie mit ihrem Land zu leben war wichtig für sie, weißt du? Doch wie du weißt, wurde diese harmonische Existenz schlussendlich aufgegeben. Die Steine konnten weder den Willen der Bewohner noch den des Landes mehr widerspiegeln. Und die Harmoniesteine wurden, nun ja, zu einfachen Steinen. Aber es scheint, als hättest du etwas von dieser lang verlorenen Harmonie wiederhergestellt. Beeilen wir uns und sehen uns das an.
Yolandi, hast du in letzter Zeit Minka besucht? Ich bin sicher, dass Minka sich freuen würde. Minka gibt sich tapfer, aber jeder von uns geht anders mit der Präsenz der Dürre um. Lass uns schauen, ob wir irgendwie helfen können. Ja, es ist schlau, gut mit Personen befreundet zu sein, die dich regelmäßig 100 Meter über den Boden durch die Luft tragen. Genau, wenn wir nicht unterwegs sind, verbringt Minka die Zeit im Schlafplatz. Sag Minka Hallo, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Ist das da oben nicht ihr Schlafplatz? Doch, da ist sie doch jetzt. Entweder habe ich sie gerade übersehen oder sie stand da jetzt gerade noch nicht. Und wir gehen ihr Hallo sagen. Ich kann sie füttern. Wie mache ich das? Einfach mit E? Was möchtest du tun? Wir wollen sie füttern erstmal, weil sie Hunger hat. Bereit einzufordern. Oh, kümmere dich einmal um Minka. Und wir wollen auch mit ihr interagieren und möchten sie kuscheln. Okay. Eine Tapete bekommen. Vielleicht sollte ich nicht immer sofort die Sachen einfordern, sondern halt irgendwann zwischendurch immer mal wieder. Okay, der Minka geht's also gut. Hier kann ich singen. Geht mir mal nebenbei kurz was zu trinken ein. Kleiner Reminder in der Zeit auch, dass ihr auch viel mehr trinken solltet, liebe Leute. Glaubt mir, es geht euch um so vieles besser, wenn ihr viel trinkt. Okay. Schau, das alte Luftschiff. Wenn wir das reparieren, können wir wieder Besuch empfangen. Oder noch besser, neue Bewohner willkommen heißen. Oh ja, wir brauchen eine ganze Stadt, um den Immerbaum wieder zu alter Pracht zu verhelfen. Doch leider fehlen uns die Einwohner und damit auch die Stadt. Ich habe so viel Zeit an dieser Ameisenkolonie verschwendet. Wie auch immer. Ich frage mich, in welchem Zustand sich die Docks nach all den Jahren befinden. Lass uns nachsehen. Okay. Werfen wir einen Blick auf das Luftschiff. Das ist auch hier überall rundherum weggegangen, ne? Müssen wir dann mal gucken, ob wir jetzt auch an irgendwelche weiteren Stellen ran... Ne, dort ist es noch da, sehe ich gerade. Ob wir an irgendwelche weiteren Stellen rankommen bei dem Bäumchen. Aber okay, Leute, bevor wir dort gucken gehen, wie das Luftschiff und so aussieht, habe ich nämlich einen Blick auf unsere Uhr geworfen. Wir sind schon bei 23 Minuten. Deswegen machen wir an der Stelle eine kleine Aufnahmepause und wir legen beim nächsten Mal wieder los. Also, bis dann. Tschüss.